Ich dachte mir nämlich, wir machen jetzt keine Pause mehr, sondern wir ziehen das jetzt eben durch, weil ich brauche höchstens 10 Minuten. Ich würde noch kurz gerne ein paar Kennzahlen nennen zum Marketplace, damit die Leute auch hier informiert gehen und ihr grob alle wisst, was alles notwendig ist für den Marketplace. Wie gesagt, dauert maximal 10 Minuten, dann können wir auch alle gehen. Das erste ist diese tolle Grafik, auf die ich gar nicht allzu lange eingehen werde. Das bedeutet eigentlich nur, die relevanten Sachen, die hier rauszulesen sind, ist, dass der Weg auf das Windows Phone, zumindest für Endnutzer, ist ausschließlich über den Marketplace. Es gibt diverse Zertifizierungs- und Signierungsprozesse, die am Ende dafür sorgen, dass Applikationen, die auf dem Telefon ankommen, dort sicher ankommen, dort sauber zertifiziert sind, signiert sind, wenn notwendig einzelne Teile der Anwendung auch verschlüsselt sind und der Nutzer sich generell ja, in einem sauberen Sandkasten befindet und nicht befürchten muss, dass sich irgendwo da drin eine Glasscherbe verbirgt. Kommt man als Entwickler in die Lage, in diesen Store Anwendungen einzureichen? Es gibt insgesamt 3 Mitgliedstypen, wobei die für individuelle Entwickler sowohl für Unternehmen 99 US-Dollar bzw. das entsprechende Äquivalent in Euro kosten pro Jahr. Für Studierende ist die Mitgliedschaft kostenfrei über das DreamSpark-Programm. Also wer hier Student ist und mit dem Gedanken spielt, da mitzumachen, der kann übrigens sowohl an die kompletten Vollversionen der Tools als auch an das Programm selbst kostenfrei rankommen. Der zweite Punkt ist, wenn man dann registriert ist und Anwendungen einreichen möchte, dann kommt die eigentliche Submission. Das heißt, bitte? Metro-Style. Hochinteressant. Herzlichen Dank für den Hinweis. Das versuchen wir da direkt nochmal. Ja, so ist besser. Alles klar. Okay, wenn man dann einmal registriert ist, kommt es an die Submission, also an den Punkt, wo man seine Anwendung zu Microsoft schickt, hochlädt, mit allen möglichen Informationen versieht, die von Microsoft geprüft, gecheckt wird und anschließend, wenn denn passend, freigegeben wird. Zur Submission noch ein paar Punkte. Der erste, den habe ich schon genannt, eine App kommt nur in den Store, wenn sie vorher bei Microsoft gegangen ist, was auch bedeutet, eine App kommt nur auf Geräte, wenn sie vorher einmal bei Microsoft geprüft wurde. Der zweite Punkt ist, wenn man seine Applikation zu einer Paid-App macht, also zu einer Applikation, bei der am Ende für Microsoft irgendwann mal ein sogenannter Cut rausspringt, und zwar der von 30%, dann kann man das so oft versuchen, wie man möchte. Ja? Also man kann beliebig oft seine schrottige Anwendung einschicken, Microsoft sagt dann, nö, dann kann man es nochmal versuchen. Bei kostenfreien Anwendungen darf man das 100-mal versuchen. Wer nach dem 100. Anlauf immer noch nicht begriffen hat, wie eine Anwendung geht, fängt dann an, $19,99 pro Submission zu zahlen, weil man muss ja bedenken, dass sich dann jedes Mal bei uns ein Mensch hinsetzt und dann zum 101. Mal sich die Anwendung anguckt, die unsichtbare Buttons hat. Kommen wir zur Zertifizierung selbst. Es gibt eine ganze Palette an Anforderungen in Bezug auf Anwendung, Inhalt und Technik. Das sind jeweils unterschiedliche Punkte. Also bei Content geht es zum Beispiel um so Sachen, das sind, nur mal um ein Beispiel zu nennen, was grundsätzlich verboten ist, sind Anwendungen, die versuchen, mobile Tarife zu verkaufen. Das ist ein Punkt, den anscheinend die Mobile Provider abgerungen haben. Es gibt natürlich Anforderungen in Bezug auf die Technik. Eine dieser Anforderungen, ich glaube, Punkt 1 oder Punkt 2 ist, Anwendung darf nicht crashen beim Start. Ja? All diese Policies, das sind nicht besonders viele, die meisten davon sind absolut einleuchtend. Also es gibt zum Beispiel so eigene Punkte wie keine volksverhetzenden Inhalte. Das meiste davon sollte für jeden sofort verständlich sein. Wer sich das im Detail angucken möchte, es gibt eine Auflistung. Ich habe gerade mal noch so einen Bit.ly-Link erstellt, bit.ly/wp7policies. Da findet man die einzelnen Policies, die relevant sind und auf die sich dann auch die Zertifizierungsstelle berufen wird, mit einzelnen Verweisen, wenn eine Anwendung nicht durchkommt. Kommen wir auf das Verkaufen von Apps. Was kann man da alles machen? Grundsätzlich kann man eine Applikation kostenfrei einstellen. Das kostet einen natürlich auch nichts. In diesem Fall, wenn die Applikation kostenfrei ist, übernimmt Microsoft die Kosten für die Bereitstellung der Infrastruktur. Man kann seine Anwendung ansonsten mit einem Preis versehen, und zwar zwischen 99 US-Dollar und 499,99 US-Dollar, beziehungsweise das jeweilige Euro, die jeweilige Euro-Repräsentation. Man kann einen Trial-Modus verwenden. Oh, es wird immer besser hier. Ich glaube, es ist auch die Hardware hat keine Lust mehr, glaube ich. So. Ja, es wird nicht besser. Ja, doch. Gut. Okay. Es gibt eine relativ einfache
Ja, man kann mit Trials arbeiten. Es macht auf dem Windows Phone keinen Sinn, wie bei zum Teil anderen Plattformen, eine Free-Version oder eine kostenpflichtige Version zu haben, sondern nein, man kann einen Trial-Modus versehen, den kann man gestalten, wie man möchte. Das heißt, alle kostenpflichtigen Applikationen kann der Nutzer dann als Trial-Version runterladen, wenn der Entwickler das definiert hat. Und der Entwickler kann dann innerhalb der Applikation an mehreren Stellen festlegen, welche Einschränkungen der Trial-Modus hat. Das ist einfach nur ein Boolean, ein Boolscher Wert, auf den man zugreifen kann. Wie bereits gesagt, Aufteilung ist 70-30. Updates sind sowohl für den Entwickler als auch für den Endnutzer zwingend nicht kostenfrei. Kommen wir zum letzten Punkt, der Zielgruppen. Es gibt nämlich mehr Möglichkeiten, als die App einfach nur reinzustellen. Das erste ist natürlich, die App einfach in den Marketplace zu stellen, dann ist sie in Kategorien auffindbar, in der Suche, wird möglicherweise gefeatured, die üblichen Sachen. Der zweite Punkt ist eine sogenannte Targeted App. Das ist der übliche Weg, wenn man eine Applikation an Nutzer ausliefern möchte, allerdings nicht an die ganze Welt. Das funktioniert konkret so, dass die Applikation immer noch über die Microsoft-Zertifizierungsstelle einmal gecheckt wird auf Bösartigkeiten. Die Anwendung ist aber dann im Marketplace versteckt und kann dort nicht gefunden werden. Also selbst wenn man genau den exakten Namen sucht oder genau die Anwendungs-ID, man wird diese Anwendung nie finden. Der Entwickler kriegt dann einen sehr, sehr langen Link, sofort, kriegt dann einen sehr, sehr langen Link und die Anwendung kann nur über diesen Link installiert werden. Frage. Bitte? Man könnte ja die Anwendung neu einstellen, aber mir ist nicht bekannt, dass man den Link resetten kann. Die Frage war, was mache ich, wenn mein Link aus Versehen bekannt wird? Ja. Die dritte Möglichkeit ist die eines Beta-Tests. Ist deutlich eingeschränkt im Vergleich zu den anderen beiden, ist nämlich wirklich nur für einen Beta-Test gedacht. Der Beta-Test einer Applikation kann kein Geld kosten. Es müssen die genauen Nutzer am Anfang definiert werden, wenn man die Applikation einstellt. Die Applikation wird auch nach 90 Tagen unbrauchbar. Und wie gesagt, man braucht exakt die Mailadresse des entsprechenden Nutzers. Das war es eigentlich schon. Ansonsten ist das die Stelle, bei der, wenn keine weiteren Fragen zum Marktplatz... Oh Gott. Fangen wir vorne an. Ich habe eben nicht ganz richtig gehört. Updates sind zwingend nicht kostenfrei, oder was hast du gesagt? Genau, Updates sind zwingend kostenfrei. Das heißt, wenn der Anwender ein Update bekommt, das stellt sich auf dem Windows Phone so dar, dass es dann eine Push-Notification gibt und das System sagt, hey, Applikation XY gibt eine neue Version, kostet nichts. Updates dürfen kein Geld kosten. Wenn man eine große neue Version reinstellen möchte, muss man die als neue Version reinstellen, wenn man den Nutzer ernsthaft mehrfach zur Kasse beten will. Die Frage war, wenn ich ein Update bereitstelle, merkt das System das automatisch? Die Antwort ist ja. Nächste Frage. Kann man Beta-Apps updaten? Meines Wissens nicht direkt. Gehen die User-Daten verloren, wenn ich ein Update mache? Der Isolated Storage bleibt soweit bestehen. Das heißt, wenn man sein Update sauber macht und weiter auch mit den alten Daten umgehen kann, dann sollte das gar kein Problem sein. Bitte. Man kann über DreamSpark ein Gerät freischalten. Kommerzielle Sachen, da geht es jetzt ein bisschen in Lizenzrecht rein, da werde ich hier auf der Bühne kein größeres Statement machen. Das Konzept ist, man kann auch mit einem DreamSpark-Account Applikationen einreichen. Das Visual Studio, das mit DreamSpark ausgeliefert wird, ist meines Wissens von der Lizenz her so gestaltet, dass man damit nicht kommerziell arbeiten kann. Es geht konkret darum, zu verhindern, dass größere Firmen jetzt hingehen und einfach sagen, ihr alle meldet euch jetzt beim nächsten Community College an und dann sind unsere Softwarekosten wahnsinnig gesenkt. Bitte. Die Frage ist, kann man andere Ad-Provider nehmen und für andere Monetarisierungsmethoden sorgen, mit diversen Einschränkungen, aber ja. Bitte. Nochmal die Frage kurz wiederholen, bitte. Gute Frage.
Wenn ich selber Entwickler bin und ich möchte meine Applikation gerne auf meinem eigenen Gerät testen, was muss ich tun? Wenn man einen Entwickler-Account hat, kann man, wie wir das hier heute mehrfach getan haben, einfach bei Visual Studio als Deploy-Ziel nicht mehr den Emulator auswählen, sondern das Device und das auf seinem eigenen Device installieren. Man braucht dafür aber zwingend einen Entwickler-Account, weil der ist notwendig, um das Telefon quasi aus der Zertifizierungspflicht zu entbinden. Direkt eine Anschlussfrage. Der Entwickler-Account kostet für Studenten nichts, für normale Entwickler $99 pro Jahr. Nächste Frage. Ja. Moment, ja, ja. Gute Frage. Bei kostenlosen Apps hat man 100 Versuche pro App. Genau. Also wenn man 100 und eine Apps hat, dann hat man dementsprechend auch mehrere tausend Versuche und irgendwann hat man hoffentlich begriffen, wie die Entwicklung funktioniert. Hoffen wir, sonst gerne nochmal zu einem unserer Workshops kommen, dann fangen wir nochmal vorne an. Momentan, die Frage war nach Abo-Modellen, sind momentan im Windows Phone Store nicht vorhanden. Bitte. Also wir sind kein großer Freund davon, wenn man sich das Monetarisierungskonzept anguckt, dass man zwei Anwendungen im Store hat. Das heißt, sobald sich der Nutzer entscheidet, okay, die Anwendung finde ich toll, jetzt hätte ich gerne die Premium-Variante, muss er nochmal los, die Anwendung suchen, kaufen und so weiter. Diese Trial-Modus erlaubt es einem relativ einfach in der Anwendung über ganz simple If-Abfragen zu sagen, okay, ist das Ding im Trial-Mode? Wenn ja, dann gesperrt. Wenn nicht, dann gibt die Funktion frei. Man kann den Trial-Modus frei definieren und an welchen, wonach der sich ausrichtet. Also eine klassische Alternative zum Free-Paid-Modell wäre, dass der Trial-Modus einfach immer aktiv ist, solange der Nutzer nicht gezahlt hat. Man kann aber auch so Sachen machen, wie dass der Trial-Modus einfach nach 5 Tagen abläuft. Also 5 Tage lang volle Dröhnung und dann bitte zur Kasse beten. Bitte. Gute Frage. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil wenn der Account erlischt, dann erlischen... Bitte? Ich meine, sie fliegt raus, weil ich glaube, der entscheidende Faktor ist, wenn man nicht mehr Mitglied ist, ist ja auch quasi der Vertrag nichtig. Ja? Und da kriegen wahrscheinlich unsere Anwälte einen Anfall und haben die App wahrscheinlich ganz gerne draußen. Super, dann möchte ich an dieser Stelle diese Veranstaltung schließen. Der Oliver möchte bestimmt gleich noch ein paar Sachen sagen. Ich werde nur abschließend noch sagen, das sind unsere Kontaktdaten, Twitter-Daten. Kommt auf uns zu, wenn euch zu Hause noch irgendwas einfällt. Ansonsten sage ich jetzt einfach stellvertretend herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und fürs Mitmachen.